Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Unboxing. Ich mache nochmal ein reines Unboxing vom Switchboard Cotton, also für die Gardine. Und danach mache ich noch ein Tutorial. Ich habe jetzt rausgekriegt, wie du die Übergardine damit auch steuern kannst, wenn du das seitenverkehrt hast. Ein bisschen tricky, aber es klappt. Werde ich euch gleich im nächsten Video dann auch zeigen. So. Und weil ich habe ja beim letzten halt Unboxing und Hardware alle den gemacht. Jetzt wollen wir nur ein reines Unboxing machen, damit ihr seht, oder die Leute halt sehen, die einfach nur interessiert sind, was dabei ist, was dabei ist. Wir haben einfach mal eine Anleitung, die ist komplett in Englisch leider. So, wir haben dann das. Das müsst ihr hier abmachen von dem Klebestreifen. Ja, das ist ein Klebestreifen. Und dann wickelt ihr das praktisch um die Gardinenstange rum, da bei den IKEA-Gardinenstangen, wo es schmal wird. Ja, da müssen die Zacken müssen dahin, wo es schmal wird. Das ist da, wo das breite Stück ist. Und dann wird das einfach rumgewickelt. Und dann hat der Switchboard Cotton da auch, kann der da vernünftig diese Schwelle hoch und runter fahren ohne Probleme. So. Dann. Komm doch her, hier. Ach Gott, ist der wieder fest drin hier. Dann haben wir den Switchboard Cotton an sich. Den werden wir auch gleich komplett auspacken von der Folie. Erstmal geht es noch darum, was hier noch weiter mit drin ist. Damit ich euch das erklären kann. So. Wir haben dann noch weiter so eine Klammern. Da kann ich eben ein Paket mal wegpacken, dass ich euch das auch sagen und erklären kann. So, die macht man dann hier ganz normal auf. Die sind am Anfang ein bisschen starr aufzumachen. So, und dann werden die praktisch auf, wenn das euer Gardinenseil ist. Ich habe ja so, meine Gardine hat ja so ein Seil, nicht so einen runden Pinöpel, wo durchgeführt ist, sondern so ein Seil. Also Strippe, was einfach über die Gardine, von Gardine, wut, über die Stange rüber bis zur Gardine ist. So, da kommt das dann einfach so rauf. Bis zum Anschlag, und dann macht er das fest. Und die müssen dann so sein, dass hier praktisch der Gardinenbott ist und dann halt hier noch so ein Teil für vor und zurück. Also, ich habe auch mehrere von denen durch die Schräge, weil bei der Schräge so ein bisschen hängen bleibt, habe ich halt drei, vier auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich nur zwei, links und rechts. Funktioniert super, weil da braucht er nicht die Schräge runter, aber bei der Schräge ist es halt besser, wenn man dann da ein paar von mehr von diesen Dingern macht, dass man die Schräge runterkommt, hochkommt, dass er das vernünftig nachzieht. So, warte, machen wir mal erstmal wieder rauf. So, dann haben wir die halt mit bei. Ich pack mal alles hin, damit ihr das seht, was halt mit bei ist. So. Und dann haben wir hier dann noch mal so ein Gummiband. Ehrlich gesagt, dafür weiß ich gar nicht, für was das ist. Das wird wahrscheinlich für die Gardinen sein, wo man die dann hier einheften kann. Hier sind nämlich in diesem Gummiband sind nämlich diese, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, diese Rillen drinne. Ich habe auch gar nicht geguckt in der Anleitung, ob ich da was sehe, weil ist für meins nicht geeignet. Ich denke mal, das wird für diese Schienen sein, dass man das da vernünftig lang mal füllen kann. Und ein langes USB-Kabel, 1,80 Meter ist der. Etwas über 1,80 Meter. Brauche ich nicht. Ich habe solche Teile verbaut bei den Gardinen, also die normalen Gardinen, und bei den Übergardinen sind sie noch nicht dran. Da mache ich das jetzt zum Schluss ran. Oder nee, da werde ich sie wahrscheinlich ablassen müssen. Obwohl, nee, doch, das passt so. Das ist dann halt, dann ist es Richtung Wohnzimmer gerichtet. Die anderen sind Richtung draußen und die kommen jetzt Richtung Wohnzimmer gerichtet. Müssen wir mal gucken, ob da denn auch, müsste eigentlich trotzdem noch genug Licht sein, damit die dann trotzdem den Switchboard laden können. So, machen wir mal hier hoch, das Röhrchen raus. So.
Tüte raus. Und das ist der Switchbot. So sieht er aus. Bei der Montage müsst ihr aufpassen, also wenn ihr das montiert. Es gibt zwei Generationen. Die eine Generation ist die, die ich habe, mit dem Pinöpel hier oben, wo das dann halt hier oben, seht ihr das, raus und runter fährt. Und die andere Generation, die ältere Generation, da geht das hier runter, da ist das wohl fest. Und da wird das dann hier unten irgendwie eingerastet. Habe ich in der App schlecht erkannt. Also da müsst ihr dann gucken. So, und dann kann man das dann hier anpassen, also praktisch so auf die Gardine machen und dann so, damit dann halt fest ist. Wir haben dann halt hier den Bot, also hier die Kugel, also so ein Rad. Und hier oben haben wir, also an der Oberseite sind halt hier, da und da und da. Und dadurch fährt er dann vernünftig auf dieser Schiene, auf diesem Ding hin und her. Links und rechts sind die Akkus verbaut. Ja, die sind da drinne. Also ich denke mal, man könnte so auch wechseln, aber der Arm ist ja halt hier drinne. Ich weiß nicht, ob das und wie das funktioniert. Hier hinten haben wir dann praktisch den USB-Anschluss zum Laden und einmal den Knopf zum Synchronisieren. Wenn wir den hier drückt halten, fängt das hier unten an zu blinken und dann können wir den in der Switchbot-App hinzufügen. Eigentlich ganz einfach. Beim ersten, also das einzige Gerät, was jetzt bei mir bei den ganzen Switchbot-Geräten nicht gleich wollte, das war die Kamera. Die wollte nicht gleich, also die hier, die wollte nicht gleich eingebunden werden, weil ich in der App, weil da kriegst du so einen QR-Code angezeigt und in der App, ich hatte den Dark-Modus an, da wollte die Kamera diesen QR-Code von meinem Handy nicht scannen. Und dann habe ich einfach den Dark-Modus rausgemacht und habe ganz normal nochmal gemacht und dann hat alles super geklappt. So, aber hier ist ja kein QR-Code, hier wird das gleich so erkannt und dann ist das auch drin. Und dann kommt auch ein super Assistent, der euch das alles erklärt, vor, zurück und synchron machen und so. Ihr könnt dann auch praktisch zwei Bots, ich habe jetzt alle drei schon verbaut, das ist der letzte, der noch fehlt, dass die dann halt, sag mal, Gardine auf und dann geht die Gardine, gehen beide Gardinen auf und Gardine zu, gehen beide Gardinen zu. Ich habe das über Alexa dann nochmal eine extra Steuerung gemacht. Für die, wie jetzt bei mir. Ich habe es ganz anders bei mir zum Beispiel gemacht. Ich habe Gardine auf, ist halt nur einer. Für die andere mache ich mir noch ein extra Kommando. Da sage ich dann einfach Gardine links. Ja? Und der andere ist nur Gardine. Gardine auf, dann geht die Gardine auf und die Übergardine. Das werde ich euch im nächsten Video zeigen. Auch wie ich sie gemacht habe, dass es funktioniert. Weil so hintereinander passen die nicht. So, und dann so nochmal einer hin, weil da sind die Gardinenstangen von Ikea zu dünn. Ja, die müsste den außen, den in, also den zum Wohnzimmer hin mit bei der Übergardine, den habe ich halt so seitenverkehrt angebaut. Zeige ich euch dann alles, wie das funktioniert. Und wie gesagt, die Bot, der switcht euch dann, der macht dann so, dann könnt ihr sagen, dass er dann so auf und zu, dann, wenn er betet, immer aufhaben wollt, aber bei mir ist praktisch nur die Tür und die Fensterseite praktisch, die braucht nicht auf sein. Also wenn ich sage Gardine auf, wenn ich Wäsche vom Balkon holen will oder irgendwas, dann braucht nur diese eine Seite aufgehen. Deswegen habe ich in der App die beiden wieder getrennt, weil die werden euch dann nur als einer angezeigt. Ich habe die dann beide wieder getrennt, dass ich in der App praktisch zwei Gardinenbots habe. Ich zeige euch das nochmal. Ja, Tigger. So, ich habe hier praktisch hier oben ein Gardinenbot, das ist die Übergardine, hier ein Gardinenbot und hier ein Gardinenbot. Also das ist die rechte Gardine, das ist die linke Gardine und das ist der Übergardine rechts. Warum die wie oben angezeigt werden und der unten, ich habe keine Ahnung. Und ich habe normalerweise, wenn ihr das dann durchmacht und sagt, hier, wir wollen dann noch einen hinzufügen, damit das parallel auf und zu geht, dann werden euch nicht zwei Bots angezeigt, dann wird euch nur noch einer angezeigt. Ja. Und dann sieht das so aus, dann könnt ihr sagen auf und zu und in der App könnt ihr dann sagen, so, hier können wir jetzt auch auf und zu machen und wir gehen dann einfach hier oben auf Zahnrad und dann könnt ihr auf Kalibrieren gehen. Ich will jetzt nicht kalibrieren. Wo haben wir kalibrieren? Da oben kalibrieren. Und Channel will ich jetzt nicht, weil meine Einstellungen sind ganz gut so. Und dann könnt ihr euch das einstellen, wie weit nach links, wie weit nach rechts. Macht da aber nicht den Fehler,
dass ihr denkt, Anschlag, okay, dann das nächste, Anschlag, okay, und dann halt Next drückt. Beim ersten Mal müsst ihr auch gucken, was das Bild anzeigt. Gardine auf oder Gardine zu. Dann macht ihr praktisch, ihr baut den Switchbot da auf, wo ihr den Handle haben wollt. Also wenn jetzt Gardine aufgemacht wird, habt den in der Mitte gehabt, bei zu. Und dann habe ich den so weit zurückgemacht, wie ich sage, hier ist Ende der Gardinenstange. Ich habe zwar noch ein bisschen Luft, aber da sollst du bleiben. Und dann drückst du halt Pause, wenn er nicht mehr fahren soll. Und dann sagst du Next. Und dann sieht man die Gardine zu. Dann drückst du halt den rechten Knopf oder halt linken Knopf, je nachdem, welche Seite das ist. Und wartest, bis der Gardinenbot an der Stelle ist, wo du sagst, zu ist für mich die Seite, zu ist hier okay. Und dann machst du wieder Pause. Dann machst du Next und dann kommt nochmal überprüfen. Gardine ganz auf, Gardine ganz zu. Und dann siehst du, ob er ganz auf, ganz zu geht. Und wenn es nicht ist, kannst du dann immer noch kalibrieren. Funktioniert wunderbar. Nichtsdestotrotz soll es jetzt soweit erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Wenn ihr Fragen habt zum Switchbot, egal welchen, einfach in die Kommentare posten. Ich werde jetzt noch ein Tutorial-Video machen, wie ihr praktisch 4 von denen an einer Gardine benutzen könnt. Also praktisch an einem Fenster benutzen könnt, auch wenn der Platz zu knapp ist, also mit Seiten verkehrt, und dass ihr doch die Kommandos machen könnt mit auf, zu, und das sind alle so klappt. Auch was nur eine Seite ist, und ihr werdet da dann alle gleich sehen. So, ich bin dann weg. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ahoi. Sagt euer Odin.